Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Es ist schon eine kleine Weile her für mich, für meinen Kanal, dass ich ein ASMR-Video hochgeladen habe. Letzten Donnerstag, glaube ich, war das letzte und heute ist Montag. Und ich bin, wie man vielleicht auch noch leicht hören kann, erkältet bzw. erkältet gewesen. Und habe mir ein bisschen noch eine kleine Auszeit genommen übers Wochenende, bis ich wieder ein neues Video aufnehmen wollte. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Und heute, meine Lieben, habe ich ein besonders schönes Video für euch, wie ich finde. Es ist ein Schmuck-Präsentationsvideo. Es ist eine Kollaboration mit einer lieben Schmuckdesignerin von Davanda. Davanda, für diejenigen, die die Seite nicht kennen, ist eine, ja, Kreativseite, auf der sich Menschen, die gerne kreativ tätig sind, die selbst vielleicht Kleidung schneidern oder stricken, häkeln oder Taschen nähen, Schmuck herstellen, all diese Sachen können Menschen dort verkaufen und es handelt sich um Einzelstücke dabei. Und eine davon ist Petra. Sie nennt sich auf ihrem Davanda-Shop Zeitsprung, ein wunderschöner Name, wie ich finde. Und Davanda, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist afrikanisch und heißt die Einzigartige. Und das passt so schön zu den Einzelstücken, die angeboten werden. Und ich habe mir vor etwa einem halben Jahr ein paar Schmuckhersteller auf Davanda angeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ein bisschen meinen Kanal, ja, erweitern zu wollen, ein bisschen neue Inhalte auch wieder zu bieten, dass er schön abwechslungsreich bleibt. Und da hatte ich dann die liebe Petra kennengelernt. Und die liebe Petra war ganz Feuer und Flamme von der Idee, dass ich in einem meiner Videos ihren Schmuck vorstelle. Leider hat sie dann wohl privat oder beruflich eine etwas schwierige Zeit durchlebt und es hat erstmal monatelang nicht geklappt mit einer Zusammenarbeit. Aber vor einigen Wochen meldete sie sich dann bei mir und fragte, ob ich denn immer noch Interesse hätte. Und ich freute mich riesig, weil ich weiß, wie viele da draußen sind, vor allen Dingen natürlich auch die Mädels, die sich über Schmuckvideos freuen. Und das Schönste an dieser Sache ist, dass wir einige Stücke für euch haben, die Petra verschenkt an meine Zuschauer. Ich habe hier eine Box. Volle Box. Und in dieser Box finden wir ganz schöne Sachen. Die liebe Petra hat auch mir ein Geschenk gemacht. Ich habe mir auch etwas ausgesucht von den Artikeln. Und mir war
es ganz wichtig, ein Tageslichtvideo daraus zu machen, da man dann den Schmuck am besten sehen kann und ich das sehr wichtig finde für so eine Präsentation. Leider geht ja jetzt immer sehr schnell die Sonne unter, deshalb hat man immer nur ein recht enges Zeitfenster zum Drehen, wenn man auch noch andere Sachen zu tun hat. Und ich hoffe, dass das Licht jetzt noch so schön bleibt. Ich finde es gerade nämlich perfekt. Und ich würde euch gerne kurz noch ein bisschen was zu dem Shop erzählen oder zu ihr. Sie hat noch einen kleinen Text beigefügt. Erst einmal, wie gesagt, Petra ist seit 2012, hat sie ihren Online-Shop. Und ich habe mir auch mal ihre Bewertungen angeschaut. Man kann bei der Wanda maximal 5 Sterne vergeben. Und sie hat wirklich bei über 800 Bewertungen die volle Sternzahl. Das heißt, die Leute sind super happy mit ihren Sachen. Das finde ich schon mal ein gutes Zeichen. Dann hat sie über 800 Produkte noch in ihrem Shop und über 3567 verkaufte Produkte. Und auch sind ihre Schmuckstücke individualisierbar, beispielsweise mit Gravuren versehbar. Oder wenn man vielleicht ein Stück etwas abgewandelt haben möchte, dann geht das auch, wenn man sie fragt. Und sie hat auch Gewinnspielaktionen, das findet ihr dann auch unter dem Link, wenn ich sie euch eben mit ihrem Davanda-Shop verlinke. Da steht das dann alles immer da. Und da steht unter anderem, dass ab 4 Schmuckstücken, die man bei ihr kauft, ein Schmuckstück oder ein Schmuckset gratis bekommt. Das fand ich auch total großzügig und lieb. Und ihre Schmuckstücke bewegen sich wirklich in einem sehr, sehr günstigen Rahmen. Das sind, glaube ich, so 4, 5 Euro bis 17, 18 Euro in etwa. Das ist super günstig. Und hier, meine Lieben, haben wir noch einen kleinen Text von ihr, den sie mir zugesendet hat, weil ich sie darum bat, noch ein bisschen etwas über sich zu schreiben. Und da steht: Zeitsprung ist ein Schmuckshop mit handgefertigten Uhren und Schmuck. Ich führe meinen Shop schon seit Februar 2012. Da ich ein kreativer Mensch bin, der sich gerne jeden Tag erfindet, habe ich Anfang 2012 nach einer neuen Aufgabe gesucht. Eine Aufgabe, die mich erfüllt. Daher habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und bei Davanda einen Shop eröffnet, um mich dort richtig auszutoben. Hier kann ich gestalten, verschönern, manchmal Leute beschenken, mir jeden Tag etwas Neues einfallen lassen. Auf Wunsch versehe ich die Schmuckstücke ganz individuell mit Gravuren. Und der letzte Satz ist so süß. Freue mich wie Bolle auf eine Verlinkung auf eurer Facebook-Seite und honoriere dies mit 50% Rabatt. Eure Petra. Süß. Und jetzt, meine Lieben, würde ich sagen, kommen wir mal zum Hauptaugenmerk des Ganzen. Dafür möchte ich ja dieses Video machen. Wir schauen uns jetzt den Schmuck an. Juhu!
bisschen was erkennen. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit den filigranen, feinen Tütchen. Hier draußen sind wieder ein paar Vögel, die sich in dem kleinen Futterhäuschen zu schaffen machen, was ich aufgestellt habe. Deswegen ist es immer so süß, wenn ich so ein kleines Vogelschwänzchen sehe. Hier haben wir etwas ganz Apartes, etwas ganz Zauberhaftes, das ich so noch nicht gesehen habe. Es handelt sich um ein Lesezeichen. Sie war so lieb und hat es dann auch aufgeschrieben, teilweise auf die Tütchen, was es ist. Wenn du den Artikel haben möchtest, einfach Lesezeichen schreibst. Davon gibt es nur eins heute. Und ich zoome natürlich wieder zurück. Und als nächstes gesagt, keinen richtigen Löwen darin erkennen, aber es steht so drauf. Ich hoffe, die Tütchen sind nicht durcheinander gekommen, aber ich habe eigentlich darauf geachtet. Ich finde total hübsch, das ist so ein richtig schöner Glitzer. Glitzer, Ohrstecker, das ist genau auch mein Ding, dieses mit der Bling Bling. Mit der Bling Bling. Oder? Wow. Ich finde sowas richtig hypnotisierend, wenn man sowas in die Kamera hält. Und da
bisschen herumspielt, auch als Zuschauer finde ich sowas immer total schön, wenn man sich sowas angucken kann. Diese kleinen Details. Mit dem, da ist dann außenrum noch Metall. Und ein wunderschöner Glitzerstein, vielleicht ein Zirkonia, würde ich schätzen. Ich bin mir nicht sicher. Dann dort eingelassen. Super. Ja, den finde ich auch super schön. Das würde dann in etwa, ja, es ist jetzt ein bisschen blöd. Es würde dann in etwa so aussehen. Von der Größe her zum Ohrläppchen. Schön. Und es gibt ja auch Menschen, die das mögen, einen Ohrring nur zu tragen. Und ja, wenn das für dich etwas ist, wenn du dir vorstellen kannst, so einen schönen, zarten, glitzernden, funkelnden Ohrring an deinem Öhrchen zu tragen, dann schreibst du einfach Löwen-Ohrstecker oder so etwas in der Art in die Kommentarfunktion. Weiter geht's, juhu. Ich muss mal schauen. Hier haben wir was ganz, ganz Tolles. Das wird bestimmt ganz viel Mädels da draußen gefallen, ich bin mir sicher. Das ist eine Kette aus Silber- und türkisfarbenen Steinen. Ich glaube nicht, dass das echte Steine sind, ehrlich gesagt. Ich weiß es aber nicht.
Schluss, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich würde sie jetzt tatsächlich wahrscheinlich so tragen, aber vielleicht soll sie auch einfach so hängen. Ich hatte sie aber schon an und eigen. Genau, die eine ist eben auch etwas kürzer als die andere. Und ich bin natürlich jetzt ins Gräuliche. Also ist jetzt nicht so ganz hellsilber. Nur für diejenigen, die sich für die Kette entscheiden oder darüber nachdenken. Ich weiß leider immer gar nicht, woraus Modeschmuck gemacht ist, um ehrlich zu sein. Was das dann so für Metalle sind. sehr großen, ich weiß nicht, Medaillon ist falsch gesagt,
das ist wesentlich hellsilberner als zum Beispiel die Kette eben. Hier haben wir die Kette und dann haben wir das daneben, das ist schon fast weiß dagegen. Ranzoomen. Mach dich ready für eine wunderschöne Kette. Schau mal. Traumhaft schön, oder? Sieht aus wie eine Chakrenkette mit dem Om-Zeichen da oben drin. Und wir haben wie zwei Kreise ineinander, also zwei Metallkreise, den äußeren und den inneren, also oberen mit einer kleinen Kugel auch oben drin. Und dann haben wir eine ganz feine filigrane Kette, die mich ein bisschen an die Ketten erinnert, die man bei einem Waschbecken, bei diesem Abdichtungsstöpsel immer dran hat. Sieht total schön aus, finde ich. Ich versuche es zu halten, dass es mir nicht runterfällt. Aber total schön finde ich das. Vor allen Dingen, dass es so ein schönes helles Silber ist. Dann haben wir auch hier oben ein lilanes Stein. Das ist eine ziemlich lange Kette. Na. Schau mal. Du kannst natürlich so einen Anhänger auch immer auf eine eigene Kette anhängen. Hier ist nur wieder ein Vogel lang gelaufen. Das irritiert mich dann. Also, ich kann sie so auch tragen. Ich dachte, ich krieg sie über meinen Kopf. Vielleicht ist das mein Thumbnail. Jetzt hat sich das in meinem Haar festgehakt. Bitte kein Haar ausreißen. Autschi, 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 autschi. Jetzt, okay. Ich pack sie mir auch nochmal. Ich pack sie mir. Ich lege sie mir auch nochmal um den Hals. Ja, sie ist etwas länger. Ich stelle wieder etwas runter. Hier kann man das sehen, das ist so. Meine Kette hier oben lässt sich auch ganz schön kombinieren, finde ich. Und dann haben wir eben hier unten. Aber ich weiß, dass es viele Menschen oder Frauen gibt, die das gerne ein bisschen weiter unten Richtung Herz tragen. Und daher finde ich das auch eine tolle Länge, wenn ich die Kette hier mal wegnehme. Dann kannst du es ganz alleine für sich betrachten. Also super schön, finde ich. Schöne Form, ein paar Farben und eben dieses schöne Silber und diese filigrane. Ich glaube, Ketten kann man sich ja auch immer kürzen lassen. Also, wenn man das Ganze dann beispielsweise etwas kürzer haben will, hier oben, das kann man sich alles machen lassen. Aber ich würde es nicht zu kurz machen, weil der Anhänger recht groß ist. Ich finde, hier ist so die perfekte Länge. Hier oder eben, ja, dann hier. Also sehr, sehr schön.
anderen Sachen ja auch dieselben guten Verhältnisse geben. Ja, sorry, meine Lippen sehen auch etwas lidiert aus, das ist Herpes. Das kriege ich meistens, wenn ich erkältet bin. Leider. Und das sind jetzt die Überbleibsel, die vertrockneten. Ups, jetzt habe ich meine eigene Kette abgenommen. Ja, sehr witzig. Und wenn du diese Kette dir wünschst, diese tolle Kette, dann schreibst du einfach Chakrenkette. Also Chakren, C-H-A-K-R-E-N, Chakrenkette. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter. Juhu! Ich glaube, ich stelle das noch ein ganz klein bisschen höher. So, ja, so ist es besser. Jetzt haben wir etwas, das in die goldene Richtung geht. Sachen alle echt wären, würden sie so viel mehr kosten. Und ich will sie nur mal kurz hier ranhalten. Dass man das in etwa von der Größe sehen kann. Es würde dann so aussehen. Es sieht total schön aus, finde ich. Genau, so würden die dann dranhängen. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Ohrringträger, wenn dann eher mal Glitzer-Ohrstecker. Aber das finde ich schon sehr, sehr hübsch, wenn ich das so sehe. Zoomen wir wieder ran, dass wir uns das Ganze etwas von näherem anschauen können. Ich denke, wir machen erstmal alle beide nebeneinander. Und hier können wir sie uns schön begutachten. Schau mal, wie sie schimmern. Traumhaft schön. Richtig warmes Gold. Ganz, ganz warm. Mit einem Tau drumherum noch außen. Ist perfekt. Die sehen richtig schön ausbalanciert aus, die Anker von der Form her. Und dann oben eben den Stecker mit diesen kleinen Halterungen, dass sie nicht abfallen oder dass sie einem nicht rausfallen. Also super schön. Besonders liebe ich immer, wenn das Licht, so wie jetzt hier, das Ganze noch mehr zum Funkeln und Schimmern bringt. Ich bin so dankbar, dass die Kamera so eine gute Aufnahme
Auflösung bei Tageslicht hat. Da sie ja bei Kunstlicht leider ziemliche Probleme hat, wie wir ja wissen, sie wirkt immer ein bisschen milchig, also nicht milchig, aber unscharf. Und bei Tageslicht brilliert sie aber wirklich sehr. Und deshalb, ja, freue ich mich, dass ich dann auch ein relativ hochwertiges Schmuckpräsentationsvideo machen kann mit dieser einfachen Webcam, sodass ihr die Produkte auch gut sehen könnt. Das ist ja wichtig. Und wenn du diese schönen Anker-Anhänger haben möchtest, dann schreibst du einfach Anker-Ohrringe in die Kommentarfunktion. Ich antworte euch dann auf euren Kommentar, wenn ihr es seid. Ich schreibe dann, du bist es, herzlichen Glückwunsch. Und dann müsst ihr mich entweder über die private Nachrichtenfunktion bei YouTube oder über meine offizielle Facebook-Seite kontaktieren. Beide Kontaktmöglichkeiten verlinke ich in der Infobox unter dem Video, okay? Gut. Ich liebe solche Videos, also wenn du da draußen auch ein Schmuckdesigner bist oder etwas Selbstgemachtes gerne präsentiert haben möchtest, dann kannst du mich in jedem Fall kontaktieren. Ich mache super gerne solche Videos. Und jetzt kommen wir... Nein, wir haben noch einen Schmankerl. Einem extra schönen Beutelchen. Wow. Da werden jetzt die Menschen, die rot lieben, total drauf anspringen. Schau mal, wie hübsch das aussieht. Ich glaube, das könnte ich sogar als Thumbnail nehmen. Und da leuchtet das Lämpchen hinten durch. Super schön. Runter.
das Ganze in etwa ist. Auch gerne kurz noch zeigen, wofür ich mich entschieden habe. Da habe ich mich sofort drin verliebt und das war auch einer der Artikel, die ich mir gewünscht hatte. Also ich habe mir ein paar Sachen auf ihrer Seite rausgesucht, die sie geschickt hat und sie hat dann noch ein paar Artikel ergänzt und das war eben einer der Artikel, die ich mir gewünscht hatte, in die ich mich sofort verliebt habe. Und zwar ist das hier ein Fußkettchen. Das ist im Style dieser Kette, die wir vorhin gesehen haben. Also dieser türkisfarbenen Kette. Und das ist ein ganz zierliches Fußkettchen. Ich habe kein Fußkettchen und habe mir schon länger eins gewünscht. Und ja, das kann man auch so schön verstellen, je nach Fußumfang oder Knöchelumfang kann man sich das dann beliebig irgendwo reinklicken und dann am Knöchel tragen. Ich finde dieses Türkis einfach traumhaft schön. Und ja, das wollte ich zumindest nur kurz zeigen, was mir so besonders gut gefallen hat. Ich freue mich schon so sehr auf die Sommersaison, wenn ich es dann tragen kann. Meine liebe Petra, ich danke dir ganz, ganz doll dafür. Das schöne Kettchen, das lasse ich jetzt gleich mal hier drauf. Und jetzt kommen wir noch zu Ohrringen und Ringen, glaube ich. Hier haben wir diese süßen kleinen Boxen. Es fällt immer so schwer bei solchen Videos, Dinge wie diese hier zu würdigen und zu zelebrieren, weil man immer so gerne dann die Sachen, die sind, eher sich dafür Zeit nehmen will. Aber ich kenne es von mir, wenn ich solche Videos schaue, dann bin ich immer enttäuscht, wenn der ASMR-Künstler dann gleich alles aufreißt und es nicht zelebriert, erst einmal die Verpackung abzutappen. Mal gucken, was wir jetzt nochmal hier drin hatten. Ich habe mir ja alles vorher schon angeguckt. Wieder die Ohrringe erstmal ranzoomen, dass wir uns
Ist das nicht ein Traum? Die Farben, das ist unglaublich. Als ich das sah, dachte ich mir, Wahnsinn, was es nicht alles gibt. Wie Sonnen da drin, orange, rot, gelb. Und innen ist es dann wie Antikschmuck so. Auch wieder Halterungen. Ich bin froh, dass ich saubere Nägel habe. Ja, also das ist doch traumhaft schön. Die Farben liebe ich ja so sehr. Würden auch mir ganz gut stehen zu meiner Haarfarbe und Augenfarbe. Ah, die sind doch wirklich total hübsch. Ich halte sie auch wieder kurz an meine Ohren, dass man die Größe in etwa sehen kann. Genau das ist die Größe. Bei dem mache ich es mal wieder ab, dass man das mal sehen kann, richtig. Ja, sie sind recht groß. Aber es gibt auch Leute, die wollen genau das etwas größere. Und ja, wie gesagt, die Farbe ist traumhaft schön, finde ich. Hierzu passt auch total, finde ich, diese Antik-Optik, dieses Dunklere. Das sieht man hier außen ja auch ein bisschen noch am Rand. Und jetzt mache ich meine Augen mal zu. So sieht das dann aus. Also super schön, finde ich. Kann man hier drauf stechen. Ja, aber sie sind super, super toll. Also bei denen war ich auch total geflasht, als ich sie gesehen habe und dachte, oh wow, das ist ja cool, wie kriegt man denn sowas hin? Ja, und wenn du diese Ohrringe dir wünschst, als Geschenk, was geben wir da ein? Rote Ohrringe vielleicht? Ohrringe rot, Sonne mit Sonne, wie auch immer. Antik-Ohrringe rot vielleicht. Das wäre doch eine gute Idee. Ich packe sie auch wieder in das kleine Beutelchen. Ich finde das so süß, dass die liebe Petra sich überall hat ein bisschen immer was einfallen lassen. Für die verschiedenen Sachen. So wie wir ja eben auch diesen wunderschönen roten Organza-Beutel hatten. Für die Kette. Super toll, echt. Dieses Rot ist so schön. Das Rot finde ich immer schön bei Frauen, die so ganz dunkel sind. Also so Afroamerikanerinnen oder Latinas. Sieht so toll aus, wenn man so braune Haut hat und braune Haare. Ich selber mag Rot bei mir nicht ganz so gern. Aber die Farbe finde ich einfach nur faszinierend und wunderschön. So, und jetzt haben wir noch drei letzte Artikel, wenn ich mich recht erinnere. Ja, drei letzte. Und jetzt kommen noch einmal Ohrringe. Das sind jetzt recht lange hängende Ohrringe, aber trotzdem leichte. Ich finde, die Petra hat so schöne, liebevolle Sachen und auch so, ja, so detailreiche Sachen rausgesucht. Das sind wirklich so Sachen dabei, die so detailreich gearbeitet sind. Das finde ich so toll von ihr, dass sie das so gemacht hat für uns. Und ich würde mich riesig freuen und die Petra natürlich noch mehr. Denn ich präsentiere jetzt nur das Video, also ich bekomme da jetzt keine Provision oder Bezahlung für. Ich mache das jetzt so. Ich habe natürlich mein Fußkettchen bekommen, aber das war auch nicht vereinbart vorher. Das hat sie mir selber so beigelegt. Also, dass ich da mir eben was aussuchen kann. Und deswegen, ich
freue mich einfach so sehr, wenn ihr mal auf ihre Seite guckt. Und ihr wisst, Weihnachten steht vor der Tür. Und was gibt es Schöneres als ein kleines, liebevoll gestaltetes, persönlich angefertigtes, aber erschwingliches Geschenk für eure Liebsten? Und hier haben wir zauberhafte Engel-Ohrringe, Anhänger. Ich halte sie kurz mal hier ran. So in etwa. Oh, jetzt habe ich schon einen drin. Keine Sorge, ich reinige das dann, wenn ich sie verschicke. Genau, so sieht das dann aus, wenn es am Ohr hängt. Ganz zart. Sie haben schon ein gewisses Gewicht, das merkt man durch das Metall hier unten vor allen Dingen, also durch den Metallengel. Die anderen Kugeln sind super leicht, das ist eher der Engel, aber wie du sehen kannst, wird mein Ohrläppchen nicht wirklich großartig gezogen. Und wie gesagt, so sieht das aus. Ich persönlich finde nicht, dass mir so hängende Ohrringe stehen. Aber wie gesagt, das mache ich auch jetzt nur zur Demonstration, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das in etwa am Ohr aussieht. Und jetzt zoomen wir natürlich wieder ran. Mal schauen. Ich glaube, das reicht so. Hier haben wir erst einmal die filigrane Seite, also die Seite der Engel, die nochmal ein kleines Muster hat. Ich zeige euch das mal zuerst. Und dann haben wir aber auch noch die normale Seite sozusagen. Das ist wahrscheinlich dann die Rückseite, genau die Rückseite. Das ist dann die Seite, die einfach nur abgeflacht ist, also ganz unauffällig. So sieht das dann aus. Hier haben wir den Vergleich nochmal, genau. Das schimmert natürlich sehr schön stark, hier die glatt polierte Seite. Und hier haben wir dann unsere Details. Und hier oben haben wir dann die ganzen Kugeln, die da noch so dran hängen. Wir haben dann eine, die in verschiedenen Farben schimmern. Das ist dann meistens mit Blei bedampft, dass das diese Optik annimmt. Und dann haben wir noch diese etwas schwarz-anthrazitfarbenen Kugeln hier oben. Und dann nochmal mit Blei bedampfte runde Kugeln. Ah, super schön. Sehr, sehr süß. Wie gesagt, ich persönlich mag immer eher das simple, filigrane, einfache. Aber das hier ist wirklich sehr niedlich, sehr liebevoll. Und ich bin mir sicher, dass es da draußen einige unter euch gibt, die genau sowas lieben und vielleicht sogar gerade auf der Suche nach so etwas sind. Und auch hier haben wir wieder diesen Karabinerhaken oder wie auch immer man es nennt. Ich weiß es leider nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir jetzt keine Gummistückchen drauf zum Schutz. Aber dadurch, dass die Ohrringe so schwer sind, werden sie wahrscheinlich auch so halten. Die liebe Petra hat sich da was bei gedacht. Und ja, wie gesagt, super schön. Hatte ich die denn jetzt drin? Die hatte ich auch in so einem Tütchen. Aber das ist ein sehr kleines Tütchen. Doch, ich glaube, sie waren hier drin. Ja, genau. Und nun, meine Lieben. Ups. Zwei Ringe. Den einen finde ich so
ist, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Ja, das Gute ist, man kann beide Ringe verstellen in der Größe. Das heißt, du kannst den dir so einstellen, wie er für dich passt. Der erste total süß, echt. Darauf muss man auch erstmal kommen. Hier haben wir einen Einpfennigring, also unsere alte Währung. Ein Pfennig, ein deutscher Pfennig in diesem schönen Kupferfarben. Ein Pfennig. Und der ist eben auch wieder in dieser Art Antikschmuck. Ups. Der ist auch wieder in dieser Art Antikschmuck gemacht. Und ich stecke mir jetzt einfach mal den Zeigefinger. Und da kann man das sehen. Ups, ich glaube, ich habe ihn mir richtig rum. Dass er zu mir dann die 1 zeigt. So sieht das dann aus. Und hier unten kann man ihn dann einstellen. Hier hat man dann diese kleine Trennung, die man aufdehnen kann, wenn man an beiden Seiten zieht. Für mich passt die Breite jetzt ganz gut oder der Durchmesser. Aber das ist doch wirklich süß. Mit der Bling Bling. Und wie gesagt, du kannst ihn dir an jeden Finger, wahrscheinlich nicht, doch Daumen wird wahrscheinlich auch klappen. An den kleinen dann wohl eher nicht, weil er hat hier jetzt schon seine maximale Enge erreicht. Also enger geht er nicht. Aber vielleicht hast du auch einen kräftigen kleinen Finger und dann passt das auch. Also super süß. Und ja, wenn du diesen Ring möchtest, sag einfach ein Pfennigring, dann weiß ich natürlich Bescheid. Aber den hier, der ist sowas von herzallerliebst. Den zeige ich dir gerne mal. Ja, und das letzte Ringlein, was ich euch vorstellen möchte und somit auch das letzte Schmuckstückchen, ist dieser kleine Vogelring. Auch das hier ist wieder ein verstellbarer Ring. Den kann man wieder auseinander dehnen. Und der sieht super schön hellsilber aus und hat eben noch diese kleine limettengrüne oder pistaziengrüne Kugel drauf und das finde ich so niedlich. Und ich versuche ihn vorsichtig anzusetzen, also aufzusetzen. Und so sieht der Ring dann aus, wenn man ihn anhat. Super hübsch. Ich finde auch schön diese Doppelstruktur an der Seite. Ein ganz filigranes, kleines, niedliches Vöglein, genau auch nach meinem Geschmack. Der Ring sitzt auch super angenehm, also da drückt nichts. Er ist wirklich sehr, sehr fein und filigran. Ja, und wenn du diesen Ring möchtest, schreibst du einfach Vogelring oder Ringvogel, wie auch immer. Ja, meine Lieben, also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen gesehen. So viele Artikel, ich zähle nochmal zusammen. Wir haben die Kette, die große, schöne Edelsteinkette. Packe ich jetzt auch erstmal wieder hier rein. Mit dem Metall- oder Magnetverschluss. Dann hatten wir die Chakrenkette mit dem großen Ring, also mit dem Kreis. Das ist die Nummer 2, die Anker-Ohrringe, die 3, die Doppelkette mit dem Silber und Türkis. Das ist die Nummer 4. Dann den Löwenanstecker, also Ohrenstecker, Nummer 6. 1, 2. Das war ja der erste schöne Artikel, den ich euch vorgestellt habe, war das Lesezeichen. Nummer 6. Nummer 7. Auch total schön, die roten, funkelnden Ohrringe.
Engelsohrringe. Das war Nummer 8. Wow, wie krass. Nummer 8 ist meine Schicksalszahl und ich habe ausgerechnet jetzt die Nummer 8 als dieses bezeichnet. Wahnsinn. Crazy, mir begegnet die Nummer 8 so oft, deshalb bin ich gerade so aus dem Häuschen. Nummer 9 ist dann der Pfennig-Anhänger. Ring, Finger. Und Nummer 10 ist dann das schöne kleine Vöglein, der silber-limettengrüne Vogelring. Also haben wir genau 10 Artikel. Und ich danke jedem Einzelnen von euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich werde sowohl in meinem angepinnten Kommentar unter dem Video als auch in der Informationsbox unter dem Video direkt drunter alles von der lieben Petra verlinken, ihre Facebook-Seite und auch ihre Davanda-Shop-Seite. Sie freut sich riesig, wenn ihr euch meldet und sagt ihr auch ruhig, wenn ihr von mir kommt, dass ihr von mir kommt, dass sie das zuordnen kann und sich dann vielleicht noch mehr freut. Und dann, wie gesagt, werde ich euch noch meine Kontaktinformationen verlinken. Ihr findet aber auch auf meiner Kanal-Info-Seite meine E-Mail-Adresse, meine geschäftliche. Da könnt ihr mir auch schreiben, das ist vielleicht die simpelste Variante für uns alle, da jeder eine E-Mail-Adresse hat mittlerweile, zumindest wenn er YouTube schaut wahrscheinlich und einen eigenen Kanal hat, ein eigenes Profil. Aber es können ja auch die Menschen mitmachen, die mich nur extern auf YouTube gucken, ohne einen eigenen Kanal zu haben. Und deshalb wird das alles in der Box stehen für euch, dass ihr ganz bequem kontaktieren könnt, sowohl die Petra als auch mich. Und wahrscheinlich werde ich heute auch gleich noch mein Geburtstagsgeschenke-Video aufnehmen, meine Lieben. Darauf freue ich mich auch sehr. Ich hatte ja vorletzten Freitag, also am 10. November, Geburtstag. Und da haben mich einige Zuschauergeschenke erreicht von meiner Wunschliste. Und ich bin so dankbar dafür. Und wollte deshalb aus Dankbarkeit ein ganzes Video daraus machen, wo ich euch die ganzen Artikel präsentiere. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder, meine Lieben. Es gibt auch bald einen Livestream. Es könnte sein, dass ich heute Abend sogar einen mache. Also heute am 20.11.2017. Aber wenn nicht, dann wahrscheinlich morgen am Dienstag. Also klickt die kleine Glocke neben dem Abo-Button und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und entspannt. Also auch für diejenigen, die sich einfach nur des ASMRs erfreuen wollten und nichts kaufen oder an Werbung interessiert sind. Aber vielleicht hat euch einfach nur das Sprechen und Präsentieren, die Geräusche und visuellen Eindrücke gefallen. Darum soll es natürlich auch gehen. Und bis bald wieder, sagt Whispering Jane.